Hinter dem Haus ist ein beschaulicher Fluss zu einem reißenden Strom angeschwollen. In Bosnien haben heftige Niederschläge für Überschwemmungen gesorgt. Wie hier in Vrela, rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Sarajevo, standen Wohnhäuser unter Wasser. Anwohner gaben an, das Hochwasser des Flusses Usora habe sie vollkommen überrascht. Das ist alles so schnell passiert, innerhalb von vielleicht 5 Minuten. Ich bin jetzt 59 Jahre alt, aber so hoch stand das Wasser noch nie. Das ist mein neues Haus und das ist das alte, das meiner Eltern. Vergangene Nacht stand ich bis zur Hüfte im Hochwasser. Im Zentrum des Landes suchte die Polizei nach einem 6-jährigen Jungen. Seine Eltern hatten befürchtet, er könnte im Hochwasser ertrunken sein. Seine Mutter wurde nach vergeblicher Suche nach dem Kind in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden riefen zwar am Dienstag den Notstand für das Land aus, gaben aber an, die Situation sei nicht so ernst wie im Jahr 2014. Damals waren Dutzende Menschen ums Leben gekommen.